Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Eye of the Beholder 2 The Legend of Dark Moon. Ach, da kommt ja schon wieder eine fliegende Schlange. Ah. So. Durch diese Tür müssen wir irgendwann noch durch. Aber die müssen wir erst an anderer Stelle öffnen. Oh Gott, hier ist ja was los. Hier ist ja was los. Nichts, was wir nicht handeln könnten, weil wir sind gut. So. Keine Ahnung. Egal. Oh, hi. Es hat uns bis jetzt noch nicht eine einzige Schlange getroffen, oder? Die tun mir fast schon ein bisschen leid. Auf der anderen Seite sind es unglaublich viele davon. Ja, das ist wieder so typisch Masse statt Klasse. Verdammter Mist. Da habe ich nicht an den scheiß Feuerball gedacht. Naja, macht nichts. Macht nichts, dann haben wir halt unsere Zauber mal wieder regeneriert. Wir brauchen ganz schön lange zum Heilen. Na gut, ich habe auch nicht sonderlich viele Heilzauber ausgerüstet, das ist richtig. Weil letztendlich ist es ja scheißegal, wie lange wir brauchen, ne? Ich finde es so lustig, dass Kelvin besorgt war, dass er von seiner Spionin da 3 Tage nichts gehört hat. Wir haben gerade 3 Tage durchgerastet. Und da macht er sich keine Sorgen. So, hier erstmal das Wichtigste. Das ist nicht der Ort, wo ich hin wollte, tatsächlich. In welche Richtung schießt der denn Feuerball wohl? Kommt der uns entgegen? Nein. Puh, okay. So, jetzt kommen wir nämlich hier durch, weil wir den Knochenschlüssel haben jetzt. Wir haben immer noch einen Totenkopfschlüssel dabei, den können wir irgendwann auch mal benutzen. Und jetzt haben wir wieder die Wahl rechts oder links. Ich gehe jetzt erstmal rechts lang. Oh, warte. Die hat da gerade einen Ring fallen lassen. Wo ist eigentlich dein... Na egal. Ist egal, dann können wir zumindest den Ring gleich identifizieren. So, und das ist ein Ring des Schmucks. Das ist ja super. Kalandra, möchtest du einen Ring tragen? Bitteschön. Jo. Da ist der Darkmoon-Schlüssel, da geht's dann also weiter. Okay, dann gucke ich aber erstmal hier jetzt noch runter. Hier kommen wir nämlich wieder dahin, wo wir gerade herkamen. Aha. Immer diese Geheimräume, ne? Auf der Tafel steht, Habsucht könnte euer Untergang sein. Gebt, was ihr nicht braucht. Hier. Ein Stein, yes! Es ist, ich bin begeistert. Danke! Ja gut, aber Steine brauchen wir ja auch für eines der Rätsel. Also es ist schon ganz nett, dass sie uns hier eine Möglichkeit geben, die Steine wieder aufzufüllen. Ich bin mal so ein bisschen nervös bei Türen. Machen wir mal hier unten drauf. Machen wir da unten, wa? Tären, genau. Das sind Tären. Ich lasse es jetzt so, ist mir egal. Bitte, wer immer ihr seid, geht! Es ist eine Falle, kommt nicht näher!
Ich habe euch gewarnt, hier nicht hereinzukommen. Ich wurde hier zum Sterben zurückgelassen. Wenn ihr nicht bald geht, werdet ihr mein Schicksal teilen. Wie ihr begann ich die Prüfung, aber ich erreichte nicht mein Ziel. Wir kennen den Preis des Versagens und ich bezahle ihn nun. Ich warte auf die Schlangen, die mich töten werden, damit ich ehrenhaft sterben kann. Nun verlasst mich, bevor mein Fluch auch euch trifft. Ja, das ist tatsächlich... Es ist tatsächlich eine Falle, genau wie er das sagt. Denn wie man an dem Bild tatsächlich unschwer erkennen kann, drückt dieser Kleriker von Darkmoon hier gerade eine Druckplatte herunter. Und die hält die Tür offen. Ja? Wenn wir ihn jetzt töten, dann kriegen wir jede Menge super tolles, abgefahrenes, magisches Loot. Und die Tür hinter uns wird versiegelt. Permanent. Und für alle Zeiten, sodass wir hier nicht mehr raus können. Und wenn wir so doof sind, unseren einzigen Speicherstand dann hier drin mit geschlossener Tür zu setzen, dann dürfen wir das Spiel komplett von vorne beginnen. Es gibt absolut kein Entkommen aus diesem Raum, wenn die Tür erstmal zu ist. Also gehen wir einfach. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal hingehe? Verlasst mich und zieht weiter. Möge euch gelingen, woran ich scheitere. Ja, okay. Ach, ich marschiere erstmal automatisch weg da? Naja, das ist ja interessant. Machen wir nochmal zu, damit wir da gar nicht aus Versehen nochmal wieder reinstolpern. So, hier dann geht jetzt wieder in die Richtung... Oh Gott. Da kommt noch einer. Und noch einer. Ich möchte nicht neben so einer Gasspore stehen, wenn die explodiert. Bin ich ja ganz ehrlich. Diese ganzen Zauberstäbe da, ne? Die benutze ich irgendwie nie. Ja, die habe ich bis jetzt noch nicht benutzt und die werde ich wahrscheinlich auch nicht benutzen. So, hier sind wir wieder da, wo wir... hergekommen sind. Ne? Das ist die Tür, die wir mit dem Knochenschlüssel hier gerade aufgeschlossen haben. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier wieder zurück. Und dann gucken wir mal hier lang. Den Gang hier sind wir noch nicht lang gegangen. Und da hinten geht es dann weiter. Da hinten ist das Rätsel, wo wir die ganzen Gegenstände für brauchen. Wo ich da reingehe. Aber erst nochmal... Hier sitzt ein Teleporter drin, oder? Und wenn ich rückwärts gehe? Jetzt wüsste ich, wo dieser Teleporter ist, ne? Dass man... Den kann man doch bestimmt irgendwie ausschalten oder irgendwas. Ja, einfach hier nur lang... Laufen, warte mal, wartet mal, da ist was. Ah, wunderbar. Mir ist schwindelig, ich gehe nach Osten. So. Na, wenigstens kriegen wir eine Vorwarnung. Ne, es hat Eye of the Beholder 1 nicht immer gemacht, dass es uns gewarnt hat, wenn es uns gedreht hat. Hi. So, uns fehlt tatsächlich noch ein Gegenstand, um das Rätsel abschließen zu können. Ein einziger. Was tatsächlich gar nicht so schlimm ist, den gibt es nämlich hier auf dieser Ebene zu holen. Der Lebenskraft. Ach komm hier, Rio, was soll's. Und zwar ist der... Fies. Und zwar befindet sich dieser Gegenstand hinter der Tür, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, wo ich gesagt habe, da müssen wir noch durch.
Ja, diese eine Tür da auf der anderen Seite vom Dungeon, wo wir Scheiße, Prüfung des Vertrauens war auf dem Level davor, ne? Aber da, auf jeden Fall, da war doch diese eine Tür, wo ich gesagt habe, ja, die müssen wir irgendwie nochmal aufkriegen. Das müssen wir auch. Und ich weiß auch, wie und wo das geht, aber es ist schon ein bisschen gemein. So, ein zweiter Darkmoon-Schlüssel. Wow, eine Gasspore. Ich will da wirklich nicht daneben stehen, wenn die explodieren. So, mehr ist ja aber nicht zu holen, ne? Okay. So, hier. Da kann man noch rein. Und finden eine Magierrolle der Auflösung. Den Spruch beherrscht sie definitiv noch nicht. Ist das ein Stufe 6 Spruch? Ja, das ist ein Stufe 6 Spruch. Wann erreicht sie denn Stufe 6 Zauber? Bald. Ja, von den Erfahrungspunkten her. Das kann noch ein bisschen dauern. So, jetzt haben wir ja unsere Dark Moon Schlüssel. So, einen da rein. Ich könnte noch mal Hass zaubern eigentlich, ne? Rein theoretisch könnte man das. Krass, die können wirklich vergiften. Das erste Mal, dass einer von diesen Gegnern uns getroffen hat. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es das einzige Mal bleibt. So, da liegen wieder so viele Gegenstände auf dem Boden. Das ist wieder verdächtig. Da müssen wir vorsichtiger sein. Trank der extra Heilung, aber auch nicht. Nehmen wir mal mit. Ein Pergament. Das ist nicht verkehrt, das einmal zu lesen hier. Illusionswände. Ah ja. Das sollten wir mal mitnehmen. So, ein paar Pfeile für Kalandra. Was mich jetzt natürlich sehr interessieren würde. Vielleicht sollten wir das doch mal so machen. Weil Kalandra ja den Bogen hat. Der Bogen, der da liegt, ist der magisch? Ja, der ist magisch. Er ist ein Kompositbogen, aber ein magischer und damit wahrscheinlich besser als unser aktueller hier. Das war's. Mehr ist hier nicht. Dafür habe ich einen Dark Moon Schlüssel benutzt. Na gut. Wir wissen ja, wo es eigentlich lang geht. Nämlich hier. So, das ist jetzt nämlich eine Reihe von Gängen hier mit Mündern. Gegenstände, geboren aus Habsucht, sind es, was ich verlange. Einer für jedes Jahr und einer weniger zu fürchten. Ich glaube, der will die Steine. Ne, geboren aus Habsucht, wir hatten ja dieses Habsucht-Ding da, wo wir in Steine transferiert haben. Und er möchte 5. Ihr habt es geschafft. Als Dank singe ich mein Lied. Und diese Rätsel, die müssen wir, diese Munda-Rätsel, die müssen wir alle lösen, um letztendlich dann ganz hier im Westen die Tür zu öffnen, wo es dann weitergeht. Des einen Ablehnung ist des anderen Gold. Euer Mangel ist mein Festmahl.
Ich weiß nicht, ob Gegenstände, die falsch sind, verschwinden. Das könnte nämlich jetzt das verdorbene Essen sein. Wo hatte ich das denn? Verdorbene Nahrung hier. Es ist herrlich, die Zerstörung durch die Zeit zu sehen. Hört meinen Gesang. So, das war das. Natürliche Schönheit ist mein Fleisch, blutig und rot, ein Genuss für den Tod. Das ist der eine Gegenstand, den wir noch nicht haben, der sich hinter dieser anderen Tür befindet. Da müssen wir nochmal wiederkommen. Von den Unholden, von unterhalb, findet den Gegenstand mit verborgener Glut. Findet dieses Gut, findet es für mich, erst dann wird der Weg öffnen sich. Das ist, glaube ich, das Mantis-Idol. Ich bin der Wächter des Tors. Es ist nun offen, daher feiert. Ja, okay. Das war aber nicht das Tor hier im Westen, glaube ich. Er meinte tatsächlich ein anderes Tor damit. Ich brauche die Klinge, die so viel Blut fraß. Ich brauche die eine, die ich nicht zu berühren fürchte. Das ist der, der will das verfluchte Schwert haben. Wo haben wir das denn? Hier, Hunger. Ach, es ist der süßeste Geschmack. Hört meinen Ruf. Hier laut Karte sind hier noch zusätzliche Türen. Ich reiße diesen Ort Stein für Stein auseinander, um uns von diesen Kreaturen zu befreien. Was soll das heißen? Keine Ahnung. So, das hier ist die Tür, die sich erst öffnet, wenn wir alle Münder befriedigt haben. Unwichtig, ob getrocknet, unwichtig, ob gerollt, unwichtig, ob magisch, unwichtig, wie alt. Der möchte eine Schriftrolle haben. Und dann geben wir ihm noch einfach mal hier Schockgriff. Hört mich singen. Ja, wir hätten ihm auch irgend so ein Nachrichtenpergament oder sowas geben können, ne? Ich bin ausgedörrt. Ich bin trocken. Nehmt mir zu trinken und hört meinen Schrei. Der will einen Zaubertrank haben. Ja, nicht unbedingt den. Ja, den auch nicht. Hier, den kannst du haben. Erfrischung bringt ihr, mein Lied erschallt hier. So, und als er sagte, ich bin der Wächter des Tors, meinte er, wie gesagt, nicht dieses Tor, sondern das Tor ganz am anderen Ende des Dungeons. Und das finde ich ein bisschen frech, ehrlich gesagt. Weil da musst du auch erstmal drauf kommen, dass du da wieder hin zurück musst jetzt. Ich bin aber zur Seite ausgewichen. Schweine. Ja, jetzt haben wir natürlich hier wieder 10.000 Schlangen, die uns im Weg stehen. Aber wir müssen ja jetzt nicht so weit, ne? Das ist hier, hier ist es, glaube ich, schon. Ah ne, das war die verdorbene Nahrung. Oh, das habe ich gesehen. Habt ihr das gesehen? Ist das Vieh einfach hier rein teleportiert? Kriegen wir denn noch Erfahrung? 235371. 235371. Ja. Unwesentlich, aber ja, wir kriegen noch. Deswegen dauert das auch Jahrzehnte gefühlt hier, bis wir die nächste Stufe erreichen. Das ist in Eye of the Beholder 3, glaube ich, wieder ein bisschen anders. Ich glaube, da kriegen wir wieder mehr Erfahrung. Komm, ich will das Rätsel noch beenden. Das ganze Schlangen, ne? Ich bin hier aber auch richtig, ja? Es sind noch mindestens drei.
Hier, zack, zack. Da kommt noch eine. Habe ich doch richtig gehört. So, hier, den Rubin, den brauchen wir für das letzte Rätsel. Es wäre auch blöd von mir, die Schlangen hier nicht zu töten, weil sie bringen ja Erfahrungspunkte. Das bringt mir ja was, gerade im Hinblick auf meine Magier, ne? Aber so ein bisschen nervig ist das schon. Hi. Stirb. Noch eine. So. So. Auf manchen Ebenen ist das richtig schlimm mit der Respawn-Rate hier. Da hast du wirklich... Ui, das war gerade richtig Glück, glaube ich. Das hätte auch schief gehen können. Gerade weil meine Charaktere gerade auch recht geschwächt sind. So, hier lang. Und dann war er... Da ist noch ein offener Mund. Hier. Der Genuss ist mein für euch, spiele ich mein Lied. Ich glaube, die Tür am Ende der Halle hat sich geöffnet. Und genau das hat sie auch. Hier. Und was dahinter liegt, das erfahren wir dann gemeinsam in der nächsten Folge von Eye of the Beholder 2, The Legend of Dark Moon. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.